sind hier oben in der Aletsch Arena. Hinter uns liegt der wunderschöne Aletsch Gletscher. Da in der Gegend wollen wir heute Nacht zelten. Wir haben gerade so die heißesten Sommertage. Unten hatten wir jetzt eben noch 36 Grad. Hier oben zum Glück nur noch um die 28, 29 Grad. Ja, es ist hier ein relativ ebener Weg, nichts Kompliziertes. Da sind wir gerade auch relativ dankbar drum mit dem Zelt und Ausrüstung. Wir sind Richtung Nachmittag, Abend unterwegs, glücklicherweise wenig Leute dann. Dann hat man das Ganze hier so ein bisschen für sich. Wir hoffen, dass da hinten dann ein bisschen was Spektakuläres passiert, wenn die Wolken stehen bleiben und die Sonne untergeht. Ja, da freuen wir uns jetzt drauf und dann nehmen wir euch mit. Viel Spaß. Go, go. Also, wir sind jetzt oben angekommen auf der Moosflur. Es ist zwar ein kurzer Hike, aber mit unserem Gepäck ist es relativ schwer. Das Wetter zieht jetzt einigermaßen zu. Manu kann mal darüber filmen. Da tröpfelt es ein wenig und donnert, so ein leichtes Sommergewitter. Da müssen wir jetzt gucken, dass wir guten Unterschlupf finden zum Zelten. Da hinten ist der Aletschgletscher. Die Wolken sehen noch ziemlich spektakulär aus. Ja, jetzt müssen wir hier eine sichere Unterkunft finden. Das ist unser nächstes Ziel. Gebaut. Hier hinten geht die Sonne richtig schön über dem Gletscher da hinten unter in dem Tal. Wir sind circa auf 2200 Metern Höhe. 2300 meint Manu eben. Nichts Dramatisches, nichts Wildes, schönes windgeschütztes Fleckchen. Überhaupt nicht kalt, glücklicherweise. Schön warm. Stechmücken hat es ein paar, weil es einen kleinen Tümpel in der Nähe hat. Aber ansonsten sind wir super, super happy. Da drüben in dem Bergrücken hat es überhalb vom Gletscher, hier ungefähr, nochmal einen Höhenweg. Den werden wir morgen früh machen und uns dann da hinten eine kleine Gletschermühle anschauen und hoffen, dass wir da einen Blick unter den Gletscher werfen können. Ja, und auf jeden Fall bombastischen Sonnenuntergang heute noch erleben mit schönen Farben und morgen früh einen tollen Sonnenaufgang. Super happy, dass wir losgegangen sind, den Weg auf uns genommen haben. Drei Stunden Fahrt, dreieinhalb. Unterwegs zu sein und draußen zu sein, absolut genial. Erkläre ich euch mal meinen Bildaufbau für heute. Ich habe diese kleinen Hügel, schön bewachsen mit Gräsern und ein paar Steinen drin, als Vordergrund gewählt. Die leiten mich eigentlich sehr schön diagonal rüber zum Zelt. Das Zelt ist dann ein relativ markanter Ankerpunkt, zu dem der Blick eigentlich hinwandern sollte. Und vom Zelt führt es runter zum Aletschgletscher. Ja, mit lila Himmel war dann nichts mehr. Da war es dann nur noch grau und so habe ich auch versucht, die Bilder umzusetzen. Bei dem ersten Bild hier ist mir relativ schwer gefallen, eine Balance zu finden, das Bild gerade zu richten. Da gibt es so einen kleinen Trick in der Nachbearbeitung. Man kann das Bild einfach auf den Kopf stellen und den Kontrast von schwarz zu weiß stark erhöhen. Dadurch fällt eigentlich sofort auf, wo das Auge hin springt im Bild und welche Bildelemente welches visuelle Gewicht mit sich bringen. Das weiße Zelt ist hier sehr markant und hat ein großes Gewicht. Weiße, helle Flecken im Bild haben immer ein stärkeres visuelles Gewicht als dunkle. Und die Bergspitzen
sind eigentlich die Punkte, an denen sich mein Auge zumindest orientiert, wenn es darum geht, einen Horizont zu bilden. Das sind für mich immer relativ interessante Dinge festzustellen, wenn ich so ein Bild dann in der Nachbearbeitung habe. Bei dem letzten Bild habe ich bewusst die Farben relativ entsättigt gelassen und da versucht, einen Ton hinzubekommen, der von vorne nach hinten durchgeht. Ich habe einfach nur zur Ansicht mal vorne ganz viel Sättigung und Wärme und Farbe reingegeben. Und dadurch fällt das Bild für mich in zwei Hälften geteilt durch so eine Diagonale, die Vorder- und Hintergrund nicht richtig zusammenpassen. So, nach einer ziemlich stürmischen, regnerischen Nacht mit Gewitter und Blitzen und Donner, der von den Bergen widerhallt, sind wir jetzt trockenen Fußes aufgewacht. Geschlafen habe ich nicht, Manu hat gut gepennt. Jetzt gibt's erstmal Kaffee. Ja, Bergkind. Kaffee. Und dann werden wir unsere weitere Route für heute auskundschaften und ausmachen. Das Zelt ist Gott sei Dank heil geblieben. Ziemlich Schiss heute Nacht, als es runtergedonnert hat und geblitzt. Irgendwie ganz schön mächtig hier in den Bergen zu sein, wenn es losgeht. Boah. Kaffee. Und das war's dann, ehrlich gesagt, auch von dem Tag. Da ging nicht mehr wirklich viel, bei mir zumindest. Manu hat noch ein bisschen was aufgenommen. Das könnt ihr bei ihr auf dem Instagram-Account sehen. Den blende ich hier mal ein und verlinke ihn unten. Wer es bis hierhin geschafft hat, vielen, vielen Dank. Das bedeutet mir wahnsinnig viel und motiviert mich unheimlich, besser zu werden und weiterzumachen. Wenn ihr mir helfen wollt, dann liked, abonniert, teilt die Videos. Ich glaube, Reichweite ist das, was ich am dringendsten brauche. Und bis dahin viel Spaß und habt eine gute Zeit.